Sie heißen Sandra Lorenz, geboren am 3. September 1979 in Koblenz. Sie sind ledig, wohnhaft in Rheinbach, von Beruf Kauffrau im Einzelhandel. Monatliches Nettoeinkommen 1.750 Euro, vorbestraft sind Sie nicht. Ihr Name ist Annemarie Hilgers, geboren am 23. März 1984 in Bonn. Sie sind ebenfalls Kauffrau im Einzelhandel. Monatliches Nettoeinkommen 1.730, ebenfalls wohnhaft in Rheinbach und nicht vorbestraft. Dann darf ich Sie um die Verlesung der Anklageschrift bitten. Die Angeklagten arbeiten als Verkäuferinnen im Supermarkt Gubi in der Hauptstraße in Meckenheim. Beide hatten nacheinander Affären mit dem Ladendetektiv des Marktes, Hans-Jürgen Lech. Am Abend des 17. Dezember 2022 schlug die Angeklagte Lorenz den Geschädigten gegen 20.15 Uhr mit einer 500 Gramm schweren Konservendose von hinten auf den Kopf. Nachdem Hans-Jürgen Lech daraufhin mit einer blutenden Kopfwunde bewusstlos zu Boden gesackt war, sperrten ihn die Angeklagten in gemeinschaftlicher Tatbegehung in das Kühlhaus des Supermarktes. Aufgrund des Schlages erlitt der Geschädigte ein Schädelhirntrauma ersten Grades. Da der Bewusstlose kurz nach dem Einsperren durch die Marktleiterin des Supermarktes, der Zeugin Eva Mertens, gefunden wurde, kam es zu keinen weiteren Gesundheitsschädigungen durch Unterkühlung. Nachdem die Angeklagten den Geschädigten eingesperrt hatten, entwendeten sie in gemeinsamer Tatbegehung die Tageseinnahmen des Supermarktes in Höhe von 9.878,80 Euro, um diese für sich zu behalten. Sandra Lorenz wird daher der gefährlichen Körperverletzung in Tatmehrheit mit gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung, in Tatmehrheit mit gemeinschaftlichem Diebstahl angeklagt. Anni Hilgers wird der gemeinschaftlichen Freiheitsberaubung in Tatmehrheit mit gemeinschaftlichem Diebstahl angeklagt. Frau Lorenz, Frau Hilgers, da Sie hier angeklagt sind, steht es Ihnen frei, ob Sie etwas sagen wollen? Sie müssen das nicht, Sie können schweigen, Sie können sich aber auch äußern. Sie sind die Ältere, Frau Lorenz, deshalb würde ich ganz gerne mit Ihnen den Anfang machen. Wollen Sie was sagen? Natürlich. Dann nehmen Sie bitte hier in der Mitte Platz. Gut, was möchten Sie sagen? Frau Hilgers und ich haben damit auf jeden Fall nichts zu tun. Warum nicht? Wir haben an dem Tag wie immer pünktlich Feierabend gemacht. Mhm. Die Chefin hatte gerade das Geschäft verlassen. Wir sind, wie wir das jeden Tag machen. Wann machen Sie denn Feierabend? Gegen 20 Uhr. 20 Uhr. Und wann haben Sie dann den Supermarkt verlassen? Allerspätestens gegen 10 nach 8. 10 nach 8, gut. Haben Sie den Herrn Lechter noch im Supermarkt gesehen? War der noch anwesend? Nein. Frau Hilgers und ich waren die einzigen letzten beiden im Laden. Okay. Es gibt eine Zeugin, Gerda Schmidt, die hat bei ihrer polizeilichen Vernehmung ausgesagt, sie will beobachtet haben, wie Sie ungefähr 10 Minuten, nachdem Sie angeblich den Supermarkt verlassen hatten, also um 20.20 Uhr, alleine über den Parkplatz vor dem Supermarkt gegangen sind. Dann irrt die Frau sich. Hallo, Paul. Oh, ich habe so eine Angst, was ich alles sagen muss vor Gericht. Ich war noch nie vor Gericht. Und dann du, die Frau. Oma, glaub mir, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sag einfach, dass du dich nicht mehr erinnern kannst. Ja, und dann denken alle, ich bin bekloppt. Das glaubst du doch von selber nicht, ne? Hör mal, du hast eine Zeitung? Seit wann liest du denn Zeitung? Zeitung? Du hast doch sonst ein Handy. Die habe ich vorhin im Papierkorb gefunden. Das ist was wegen dem heutigen Prozess. Ach, der Schläfe. So, ich gehe dann ganz kurz auf die Toilette. Ja. Kannst du von der Tasche ruhig aufpassen? Natürlich, besser. Ja, klar. Dann lese ich ja den Artikel mal. Der interessiert mich ja auch. Okay. Tatsächlich? Da steht hier schon was. Ja, wie Gott, das ist interessant. Oh Gott, was ist das? Richtig Geld, mein Gott. Oh Gott. 1000 Euro, das gibt's doch nicht. Wie kann das einer in eine Zeitung tun? Dann im Papierkorb, da stimmt doch was nicht. Okay. So unmöglich. Das ist sowas. Oh. Ob sie sich irrt oder nicht, das werden wir schon sehen, wenn wir die Zeugin vernommen haben. Ich will auf was anderes zu sprechen kommen. Sind Sie mal so nett, diese Gulaschdose gerade ihr vorzuhalten? Das ist sozusagen das Tatmittel, mit dem der Herr Lech niedergeschlagen worden ist. Woher wissen wir das? Wir wissen, das sind Blutspuren, die sind identisch mit der DNA von Hans-Jürgen Lech. Und wir wissen darüber hinaus, da haben wir es auch noch mal auf dem Bild, da sieht man es vielleicht etwas besser. Es sind Fingerabdrücke auf dieser Gulaschdose und zwar ausschließlich Fingerabdrücke, Frau Lorenz, von Ihnen, von der rechten Hand. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wie kommen die da hin? Ich kann mir nur erklären, dass es vielleicht auf die Dose gekommen ist, als ich die Sachen eingekramt habe in den Aufsteller für die Produkte. Das ist ja auch Ihr Job. Also wenn dann Ihre Fingerspuren gefunden wurden, ist doch klar, dass der Täter Handschuhe getragen haben muss.
Gut, machen wir weiter mit den Tatsachen. Die Schuhe, die sind bei Ihnen im Rahmen der Hausdurchsuchung sichergestellt worden. Und der Schuhabdruck dieses Schuhs, passend, ist direkt im Kühlhaus neben Herrn Lech gefunden worden. Da sehen wir noch mal den Schuh. Und jetzt müssten wir auch gleich einen entsprechenden Schuhabdruck im Kühlhaus haben. Da ist er. Das passt zueinander. Das ergibt sich aus der Kriminaltechnik, dem Gutachten, das dem Gericht vorliegt. Es handelt sich um einen Schuh der Größe 42, Damensneaker. Gleiches Profilmuster der Schuhsohle, die bei Ihnen sichergestellt worden ist. Wie kann es sein, dass der Abdruck Ihres Schuhs da im Kühlhaus ist? Erklären kann ich das auch nicht. Sie haben ihn eben in dieses Kühlhaus gezogen mit der Mitangeklagten und dann ihm dort das Geld, die Tageseinnahmen abgenommen. Aus welchem Grund sollten wir das machen? Weil Sie Geld brauchten? Sie haben doch die Monate zuvor das Geld nur so rausgeschleudert, Geld, das Sie gar nicht hatten. Da muss man wieder was rein in die Kasse. Naja, es ist ja nun so, Frau Lorenz, es sind die Tageseinnahmen verschwunden an diesem Tag. 9.878,80 €, die waren offensichtlich schon durchgezählt. Und während der Ermittlungen gab es sich natürlich einen Verdacht aufgrund der Kontobewegungen, Ihre Kontobewegungen. Ich habe hier die Kreditkartenabrechnungen vorliegen von Ihnen. Und die werde ich an dieser Stelle auch mal vorhalten. Sie hatte von September bis Mitte Dezember auffallend hohe Ausgaben für Friseurbesuch 360, Wellness 150, Kosmetika. Also das sind schon ganz deutliche Beträge. Ja, also zum Friseurbesuch, das ist bei Damen leider oft so, dass der Friseurbesuch sehr teuer ist. Und zu den Ausgaben, ich habe meinen Geburtstag nachgefeiert, weil es in den letzten Jahren nicht mehr möglich war in der Corona-Zeit und deswegen. Ja, das mag ja sein, aber Sie geben mehr als das Doppelte aus. Ja, gut, es ist in der Summe 3.200 €. Das hätte ich aber wieder reingeholt. Dafür muss ich ja jetzt nicht. Ja, Sie haben es wieder reingeholt. Darüber reden wir ja heute. Wo kam das Geld her? Sie hatten Geldnot. Sie hatten ein 1A-Motiv, das Geld sich letztlich gewaltsam herzuholen. Nein, sowas mache ich nicht. Und das hätte ich auch nicht gemacht. Und außerdem wurde bei meiner Mandantin nichts von der Beute gefunden. Ist ja klar. Also wenn Sie das ausgleichen würden, dann hätten Sie ja auch wieder Einzahlungen auf das Konto vornehmen müssen. Es sind aber auch keine Einzahlungen drauf. Und das Geld ist bis heute nicht aufgetaucht. Und es gibt eine gute Erklärung, oder? Soll ich sagen, Sie haben das Geld einfach gleich wieder ausgegeben? Ich frage mich, ob diese amoröse Beziehung zu Herrn Lech irgendwas damit zu tun hat. Brauchten Sie Geld, um noch schöner zu werden, weil Sie ihm gefallen wollten? Für Hajo? Ja? Nein, bestimmt nicht. Wie war denn Ihr Verhältnis zu ihm? Gut, wir hatten eine Beziehung, aber ganz ehrlich, es war nur Sex, nichts, worauf man stolz ist. Keine Gefühle entwickelt oder so? Nein, ja. Nein. Also das liest sich, Frau Lorenz, mit Verlaub an dem Tag vor der Tat noch ganz anders. Dann haben Sie auf Ihren sozialen Medien verkündet, dass Sie gemeinsam auswandern wollen. Schauen Sie mal, was ich Ihnen hier zeige. So, da haben wir zunächst das Bild. Und dann haben wir unten drunter auch einen Kommentar. Ist das kalt, aber bald liegen wir in Palm Beach mit den Promis am Pool in der Sonne und dann ciao Deutschland für immer. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man für einen Mann, mit dem man auswandern will, kaum Gefühle hegt. Das war ein bisschen spaßig. Das war jetzt nicht so. Mhm. Okay, dann frage ich mich als nächstes, warum haben Sie Ihre Freundin, die Mitangeklagte, warum haben Sie es ihr übel genommen, als sie Sie davor gewarnt hat, diesen Schritt zu tun? Ich habe hier einen Nachrichtenverlauf vom 16. Dezember 2022, in dem Sie nämlich genau das diskutieren. Da schreibt Ihre Kollegin, kein Joke mit dem Auswandern, nee, wir machen ernst, morgen kündige ich. Merkst du nicht, dass sich der Typ verarscht? Der verarscht alle. Eifersüchtig oder was? Also ich sage Ihnen jetzt mal, wie sich das für mich so ungefähr darstellt. Der Herr Lech erzählt Ihnen, das wissen wir aus den polizeilichen Vernehmungen von Ihnen beiden, dass er als Bodyguard gearbeitet hat und wieder arbeiten will. Nicht als einfacher Bodyguard, sondern als Bodyguard für Prominente in Los Angeles, Hollywood. Und dieser Traum platzt kurz vorher. 2 Stunden vorher, da hat Ihnen Ihre Freundin nämlich nochmal geschrieben. Und da wurde es plötzlich konkreter. Und was ich damit meine, zeige ich Ihnen hier. Sie schreiben ihr, ich habe gerade gekündigt. Und da sagt sie, oh Gott, oh Mist, Hajo ist voll der Fake von wegen Bodyguard. Habe im Internet gesehen, dass der 10 Jahre stinknormale Hausmeister in Hennef war. Der kann nicht mal Englisch. Amerika kannst du vergessen. Tja. Das heißt, der Mann, für den Sie alles aufgegeben haben, hat Sie von vorn bis hinten belogen. Das muss doch irgendwas aus Ihnen gemacht haben, ja? Und ich habe Ihnen ja auch vorgelesen, wovon ich ausgehe. Sie haben ihn niedergeschlagen und haben ihn dann in dieses Kühlhaus geschleppt. Okay, ich war ziemlich sauer, gebe ich zu.
wer wäre das nicht? Ich habe für den Mann wirklich mein Leben hier in Deutschland aufgegeben. Ich habe die Wohnung gekündigt, den Job gekündigt, um mit ihm auszuwandern. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich ihm dafür was antue. Und ganz ehrlich, fragen Sie doch mal die Chefin. Ja, die war viel länger mit ihm zusammen. Wieso ist die eigentlich nicht verdächtig? Ich sage jetzt nichts mehr. Ja. Ja, das ist ihr gutes Recht. Wenn Fragen noch sind, könnten sie gestellt werden. Machen wenig Sinn, wenn sie nichts mehr sagen will. Dann nehmen Sie bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz. Das Geld hier, das habe ich in der Zeitung gefunden. Ja? Also das müssen wir, wenn wir hier raus sind, später alles zum Fundbüro bringen. Das hat doch einer für uns. Jetzt denk mal an uns. Wir brauchen es viel dringender als Person. Ja, aber das, wir können doch nicht Geld nehmen, was uns nicht gehört. Das geht nicht. Doch, es ist ein Wunder. Das ist kein Wunder. Wie sollen wir denn die Miete zahlen? Ja, aber nicht durch Geld, was uns nicht gehört. Das sieht schon. Ja. Habe ich da gerade Wunder gehört? Ja, ich habe gerade zu meinem Enkelsohn gesagt, Wunder gibt's immer wieder. Man muss nur dran glauben. Ne? So, Frau Hilgers, auch für Sie zunächst die offene Frage. Was möchten Sie uns sagen? Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich verdächtigt werden. Am Vortag war ja auch der Ladendieb da gewesen, den Hajo geschnappt hat. Und ja, die Chefin hat ihn ja auch schließlich gefunden. Ja, aber Frau Hilgers, der Ladendieb, der vorher festgenommen wurde, trägt keine Sneakers der Größe 42. Dem Ladendieb fehlt auch kein Stück Fingernagel. Ich zeig's Ihnen. Sie und Ihre Mitangeklagte haben Spuren am Tatort hinterlassen. Sonst niemand. Das ist nämlich dieses Stück des Fingernagels von Ihrem rechten Mittelfinger. Das steckte unter der Achsel des Geschädigten. Hans-Jürgen Lech, können Sie mir das erklären? Ja, wir Kollegen verstehen uns halt ziemlich gut untereinander. Und dann knuddelt man auch schon mal. Ja, vielleicht ist es ja so passiert. Aber wir waren ja schon längst auf dem Weg zum Bus. Es gibt eine Zeugin, die hat die Frau Lorenz vorne am Supermarktparkplatz gesehen. Es gibt einen weiteren Zeugen, Paul Schmidt, der hat sie gesehen um 20.20 Uhr, also auch später. Und zwar auf der rückwärtigen Seite des Supermarktes, da, wo es zur Grundschule geht. Nein, das kann nicht sein. Kann nicht sein, ja. Zwei Zeugen, ja, die getrennt voneinander vernommen wurden, die aber beide genau dasselbe sagen. Nämlich, dass sie beide, getrennt ist ein schönes Stichwort, getrennt das Gelände verlassen hatten und das später, als sie es hier angeben. Ja, die irren ja wohl nicht, die Zeugen, oder? Das wäre doch nicht das erste Mal, dass Zeugen sich irren. Sie waren doch auch mit Herrn Lechmal zusammen. Und zwar waren sie genau genommen vor ihrer Freundin dran. Und wie war denn das dann für sie, frage ich mich so. Sie arbeiten da gemeinsam und jeden Tag sehen sie dann die beiden frisch Verliebten mit dem Typ, mit dem sie vorher zusammen waren. Und müssen das die ganze Zeit erleben, ich sag mal, ertragen. Ach, das war doch nichts Wildes mit Hajo. Das war eine einmalige Sache. Das würde ich Ihnen dann glauben, wenn ich Ihnen glauben würde, dass Sie nicht mehr verliebt waren. Sie waren doch immer noch in ihn verliebt, oder nicht? Ja gut, die Angeklagte steht nicht für ihre Gefühlslage hier vor Gericht. Aber Frau Hilgers, was mich interessiert, hatte der Herr Lech Ihnen denn auch erzählt, dass er nur vorübergehend als Ladendetektiv und vorher als Hausmeister gearbeitet hat, sondern dass er eigentlich ein Bodyguard für Prominente ist? Ja, schon, das hat er ja jedem erzählt. Aber ist ja auch kein Wunder, so wie der aussieht. Sie haben ja offensichtlich irgendwann mal Zweifel bekommen, oder? Das war eine Woche vorher, als wir einen Kunden da hatten, der halt nur Englisch konnte. Und als ich dann halt wusste, dass halt Hajo in Amerika war, und habe ich ihn halt gedacht, er könnte halt auch Englisch und habe ihn dazugeholt. Und ja, als er dann da so stand und hat sich das alles so angehört, hat er null verstanden. Ja, und da war es mir einfach klar. Naja, und mir ist ziemlich klar, wenn ich es kurz mal sagen darf, die beiden Frauen hatten jeweils eine Affäre mit Herrn Lech. Ja, mit Herrn Lech, von dem sie dachten, ein großer Promi-Bodyguard, der in der Welt und nicht etwa da irgendwo in der Bonner Provinz zu Hause ist. Dann werden beide bitter enttäuscht. Dann wollen sich beide rächen. Und dann kommt Frau Lorenz ins Spiel, schlägt den Bodyguard, den vermeintlichen, nieder. Und gemeinsam schleppen die beiden Frauen ihn ins Kühlhaus und das Geld verschwindet auch noch. Sind noch Fragen an Sie? Nein, keine Fragen, keine. Danke. Gut, Frau Hilgers, Sie können dann neben Ihrer Verteidigerin Platz nehmen. Dann rufen Sie bitte Herrn Hans-Jürgen Lech als ersten Zeugen auf. Hans-Jürgen Lech, bitte. Guten Tag, Herr Lech. Guten Tag. Bitte nehmen Sie hier vorne Platz. So, Herr Lech, Sie sind Zeuge im heutigen Verfahren. Als Zeuge vor Gericht muss man wahrheitsgemäß aussagen. Mit einer Falschaussage macht man Sie strafbar. Sie heißen Hans-Jürgen Lech, 52 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Bonn. Sind von Beruf, wie sagt man das heutzutage, Facility Manager, haben aber eine Ausbildung gemacht als Ladendetektiv, nicht verwandt und nicht verschwägert, mit beiden angeklagt. Stimmt das? Yep.
Gott. Gut, dann schildern Sie uns bitte, Herr Lech, was ist am 17.12., am Abend des 17.12. passiert? Ja, ich bin nach Ladenschluss, also nach 20 Uhr, noch im Markt geblieben, weil ich die Tageseinnahmen noch zur Bank bringen wollte. Ja, ich habe da im Büro gesessen, habe das Geld in die Geldbombe gepackt. Da gab es ein kleines Problem, weil das Schloss geklemmt hat. Das bedeutet, ich habe also die Kassette nicht schließen können. Mhm. Ja, ich saß da am Schreibtisch. Auf einmal habe ich einen ganz gewaltigen Hieb auf den Kopf bekommen. Mhm. Von da an weiß ich nichts mehr. Absolut nichts. Was war das Nächste, was Sie in Erinnerung haben? Ja, ich kam dann erst wieder zu mir, als ich die Eva über mich gebeugt hatte, um mir aufzuhelfen. Mhm. Ja, wie ich dann in dieses Kühlhaus gekommen bin, keine Ahnung. Die Eva Mertens, die Filialleiterin des Supermarktes. Ja? Genau. Gut. Ich habe hier das medizinische Gutachten über Ihre Verletzungen. Sie hatten ein Schädel-Hirntrauma ersten Grades mit stark blutender Platzwunde. Okzipital, also am Hinterkopf, Erfrierungen aufgrund der kurzen Zeit, die Sie im Kühlhaus waren, ja. Keine. Also Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, Täterinnen nicht erkannt? Absolut nichts erkannt. Aha. Vor der Tat war irgendwas anders als sonst, irgendwas Besonderes aufgefallen? Ja, das war alles schon ein bisschen komisch. Also ich meine, die beiden Damen, die haben mich ja den ganzen Tag da so beäugt. Die haben mich immer so beobachtet, so gestichelt und getuschelt, so hinter meinem Rücken und so. Also war mir schon klar, die hatten was vor. Die müssen es ja auch gewesen sein, nicht? Ich meine, ja, ist ja klar bei mir. Okay, gut. Den beiden hatte vor allem gefallen, dass sie Bodyguard sein wollten. Und die haben blöderweise zwei schon von der Tat rausgefunden, dass sie alles sind, nur kein Bodyguard für irgendwelche Promis. Das hat ja sehr lange funktioniert so ja. Mit der Marshall. Die Frauen sind oft drauf reingefallen. Und gut, da kam dann halt eines Tages raus, okay, das musste ja so passieren. Ja gut, Sie haben es ja groß aufgezogen. Sie haben nicht nur die beiden direkt persönlich getäuscht, sondern haben ja einen großen Internetauftritt als Bodyguard auch noch hingelegt. Ja, ne? Das hat immer super funktioniert. Ja, das ist toll, ja. Ich weiß nicht, Herr Vorsitzender, vielleicht könnten wir es an dieser Stelle einfach mal sehen, dieses Video. Ich wüsste nicht, warum das Video eines Zeugen für die Verhandlung relevant sein sollte. Naja, das Video gibt sicherlich Aufschluss darüber, was die Motivlage Ihrer Mandantschaft anbelangt. Sehen. Also der Lech hat es ja aufgenommen und eingestellt, wenn er keine Einwände hat. Ja, von mir aus. Von mir aus, gut. Habe ich zur Kenntnis genommen, dann wird das in Augenschein genommen. Hi, ich bin Heiko Lech, Personenschützer. Ich bin Bodyguard. Ich arbeite für internationale Größen des Showgeschäfts, wie Brad Pitt, Lana Del Rey und Lionel Messi. Ich arbeite mit absoluter Konzentration und harter Disziplin. Ihre Sicherheit ist mein Auftrag. Ich lebe 24/7 für meine Schutzpersonen, bin immer für sie da, bis hin zur Selbstaufgabe. Ich arbeite professionell und diskret. Ist nur gut, wenn dein Auftrag erledigt ist und es also, ist nichts passiert. Ich bin begeistert von dem Song immer wieder. Ja. Was Sie gemacht haben, Sie haben die Leute veräppelt, ne? Ganz gewaltig, nur um selbst ein bisschen vermeintlich besser dazustehen. Genau. Ich meine, das stimmt, das ist. Aber was jetzt moralisch verwerflich ist, das muss ja noch lange kein Motiv für unsere Mandantin hier darstellen. Muss nicht. Aber es kann, ja. Also ich muss schon sagen, ich meine, der legt die ja alle richtig rein. Entschuldigen Sie, Frau Verteidigerin, dass da vielleicht so Rachegelüste entstehen. Und mal auf die Idee kommt, den schlagen wir jetzt mal nieder, den schleppen wir ins Kühlhaus und lassen ihn da mal auskühlen, naja. Wie können Sie eigentlich zuschauen, dass meine Mandantin ihre Wohnung kündigt, ihren Job kündigt, alles verkauft, weil sie mit Ihnen ein neues Leben beginnen will? Und trotzdem lügen Sie einfach weiter? Das erklären Sie mir mal bitte. Ja, mir hat das immer gut gefallen. Ich bin bei den Frauen gut angekommen. Die Masche hat funktioniert. Also, dass die mich gleich umbringen wollten, also das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Haben Sie der Angeklagten Lorenz versprochen, dass Sie mit ihr eine neue Existenz in Kalifornien beginnen? Nee, habe ich so nicht gesagt. Was? Du hast gesagt, dass du eine super Stelle bei einem Tech-Millionär hättest und dass ich unbedingt mitkommen soll. Und dass du da unten für alles aufkommst. Ganz ehrlich. Ja, nee, so habe ich das nicht gesagt. Herr Lech, ich bitte Sie. Natürlich haben Sie das gesagt. Sie haben sogar zugeschaut, wie meine Mandantin die Wohnung kündigt, ihren Job kündigt. Ja, alles verkauft. Und trotzdem haben Sie sie weiter angelogen? Erklären Sie das mal. Ja, weil du belogen werden wolltest. Ich musste ja nur das Wort Promi erwähnen und du warst ja schon hin und weg. Du tickst ja wohl nicht. Also ich glaube, niemand will belogen werden, Herr Lech, im Übrigen. Insbesondere dann nicht, wenn solch existenziellen Entscheidungen anstehen. Also
aber was ganz anderes. Sagen Sie mal, haben Sie an dem Tag eigentlich mit der Frau Hilgers freundschaftlich geknuddelt? Nein, ganz gewiss nicht. Heißt übersetzt, Frau Hilgers, der Nagel ist eben nicht beim Knuddeln verloren gegangen, sondern wobei? Als Sie ihn in das Kühlhaus mit Ihrer Kollegin gezerrt haben, da ist das passiert. Oder haben Sie eine bessere Idee? An den Zeugen? Nein. Keine. Sie bleiben unvereidigt. Dankeschön. Sie können den Platz nehmen, Herr Lech. Rufen Sie bitte Herrn Paul Schmidt als nächsten Zeugen herein. Paul Schmidt, bitte. Guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Schmidt, wir möchten Sie gerne als Zeuge vor Gericht in einem Strafverfahren hören. Deshalb sind Sie als Zeuge auch verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen und würden sich im Fall einer Falschaussage strafbar machen. Jawohl. Paul Schmidt mit DT, 18 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Meckenheim, von Beruf Auszubildender zum Koch? Das war bis auf die Ausbildung. Ich wurde leider gekündigt. Gut. Mit den beiden Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Sie haben bei der Polizei angegeben, dass Sie am 17.12.2022 um 20.20 Uhr gesehen haben, wie eine Frau auf der rückwärtigen Seite des Supermarktes, also die Ladezone ist da, Richtung Grundschule gelaufen ist. Ist diese Frau hier anwesend im Saal? Nein. Sicher? Ja. Sicheres Nein? Sicheres Nein. Bei der Gegenüberstellung, ne? Bei der polizeilichen Gegenüberstellung gab es ein sicheres Ja. Wie kommt das Nein jetzt zustande? Ja gut, ich habe der Polizei gesagt, was Sie hören möchten. Das sollten Sie hier nicht tun. Hier sollten Sie wahrheitsgemäß aussagen. Ja? Tut mir leid. Bei der Polizei ist was anderes als vor Gericht. Ich habe es Ihnen gerade gesagt. Tut mir leid. Um die Zeit war ja der Supermarkt schon geschlossen. Was haben Sie denn da gemacht? Ich war mit meiner Oma Pfandflaschen sammeln und nebenbei habe ich den Container noch nach Essen abgesucht. Wollen Sie uns erklären, wie es dazu kommt, dass Sie und Ihre Großmutter darauf angewiesen sind, Pfandflaschen zu sammeln und nach Essen zu suchen? Ja, Oma bekommt nicht so viel Rente und mein Azubi-Gehalt, was ich damals noch bekommen habe, ging auf die Miete. Was mit Ihren Eltern? Ich habe keine, deswegen wohne ich ja bei meiner Oma. Und umso schlimmer, dass Sie wegen einer Anzeige von Herrn Lech Ihren Ausbildungsplatz verloren haben. Ja, der Typ hat mich wegen einer Wurst und ein paar Brötchen zu den Bullen gezogen. War das nicht der eigentliche Grund, warum Sie am Tatabend beim Supermarkt aufgetaucht sind? Weil Sie sich an dem Ladendetektiv rächen wollten? Nein. Sie haben sich im Geschäft versteckt und haben nach Ladenschluss haben Sie ihn niedergeschlagen. Nein, Herr Schmidt, hören Sie mir kurz zu. Es ist in Ihrem eigenen Interesse, niemanden zu beleidigen, schon gar nicht Polizeibeamte. Zweitens, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie Fragen nicht beantworten müssen, wie die der Verteidigerin eben, wenn Sie sich selbst bei wahrheitsgemäßer Beantwortung belasten müssen. Jetzt können Sie gerne was dazu sagen. Ich war das wirklich nicht. Ich habe mich noch nie mit jemandem geschlagen. Herr Schmidt, kurz vor dem Überfall mussten Sie vor lauter Hunger Lebensmittel stehlen. So, und kurze Zeit später können Sie dann Ihre Mietrückstände begleichen. Wissen Sie, was ich denke? Sie haben den Detektiven ausgeraubt, als der bewusstlos war. Nein, da war halt diese Frau, die aus dem Lagerausgang von den Containern kam. Herr Schmidt, nochmal. Also, Wahrheitspflicht ist das eine. Selbst belasten muss sich niemand. Aber Sie kriegen richtig Stress mit der Justiz, wenn Sie hier falsch aussagen. Also nochmal, haben Sie, ich lasse es ganz offen, eine der beiden Angeklagten, haben Sie die an diesem Abend dort hinterm Supermarkt gesehen? Nein, das waren nicht die beiden. Das war eine ganz andere Frau. Gut, dann beschreiben Sie mir bitte diese andere Frau. Ja, sie war so mittelalt. Und ja, sie hatte rote, lockige Haare. Und ich meine, ich habe sie auch vorhin im Flur gesehen. Okay, gut. Dann erzählen Sie jetzt erstmal die Geschichte von Anfang an, bis wir zum Ende kommen. Was haben Sie gesehen, was haben Sie gehört? Also, ich war mit meiner Oma Pfandflaschen sammeln und dann waren wir in der Ecke bei den Containern. Und dann kam diese Frau raus mit Handschuhen an und hat irgendeine Dose in den Container geworfen und ist dann wieder zurück in den Laden gegangen. Hat sie die Tür aufgeschlossen oder stand die ganze Zeit offen? Nee, sie hat die Tür wieder aufgeschlossen und ist dann wieder reingegangen. Und was haben Sie gemacht in der Zeit? Ich hatte Angst, ich habe mich versteckt. Und warum haben Sie das bislang der Polizei nicht auch so erzählt? Ich habe halt containert, das ist doch verboten. Noch Fragen an den Zeugen? Keine, vielen Dank. Keine. Bleibt unvereidigt, Dankeschön, nehmen Sie dort hinten Platz. Dann hören wir mal Ihre Großmutter Gerda Schmidt, bitte. Gerda Schmidt, bitte. Guten Tag, Frau Schmidt. Sind Sie so nett, nach vorne zu kommen? Ja. Bitte mal ganz kurz.
Ich will nur helfen, bitte nicht erschrecken. Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vorsicht. Ja. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Vielen Dank. Danke. Gut, Frau Schmidt, ich habe Sie zunächst zu belehren. Sie sind ja hier, weil Sie eine wichtige Funktion haben. Als Zeugin soll man ja bei der Wahrheitsfindung helfen. Und deshalb muss man auch wahrheitsgemäß aussagen. Mhm. Im Fall einer Falschaussage wäre das nämlich ein Straftatbestand. Mhm. Okay? Zu Ihrer Person. Sie heißen Gerda Schmidt, 79 Jahre alt, verwitwet, Rentnerin, wohnhaft in Meckenheim. Mit den beiden Damen, die dort in der Mitte sitzen, ohne Robe. Sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Gut, dann erzählen Sie uns doch bitte, was ist am 17.12.2020 beim Supermarkt in Meckenheim passiert? Abends um ungefähr 7:45. Ja, also mein Enkelsohn und ich, wir sammeln Flaschen. Ja, und dann bin ich meistens oben an den Papierkorben, weil es mir leichter da fällt. Und mein Enkelsohn, der geht dann schon mal zu den Containern und holt sich da was. Ne? Ja. Und dann kam plötzlich diese Frau. Ja, die lief über den Parkplatz ziemlich schnell. Und dann sah es so aus, als wenn die zur Hauptstraße wollte. Genau. Haben Sie auf die Uhr geschaut? Oder haben Sie eine Einschätzung ungefähr? Zufälligerweise, ja. Denn wir müssen ja auch schnell wieder da weg. Und da hatte ich auch dann auf die Uhr geguckt. Es war so 20.24 Uhr. Genau. Mhm. Ja. Und die Frau, die sitzt da. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Bestimmt nicht. Doch. Nein. Oma. Der Parkplatz ist hell. Ich kann doch sehen. Oma. Sie waren das 100%. Also, wir reden gerade von der Abenddämmerung. Nein, der Parkplatz ist hell erleuchtet, sonst könnten ja die Kunden da nicht ein. Oma, ich glaube, du verwechselst da was. Wir kennen die Frau von der Kasse. Frau Schmidt, lassen Sie sich jetzt bloß nicht nervös machen. Ja? Ist Ihnen sonst noch irgendwas aufgefallen? Ja. Ja, sie hat zwischendurch gestoppt. Und dann hat sie in ihre Handtasche gegriffen und hat ein Taschentuch rausgeholt, ein weißes. Und dann hat sie ganz, ganz doll die Show so abgerieben, dass man die blank kriegt. Ne? Und dann hat sie dieses Taschentuch in einen Papierkorb geworfen, ja. Das war ja auch ordentlich, ne, dass sie das getan hat. Da ist es dann auch wieder aufgefunden worden. Und sichergestellt worden. Wir haben hier ein Bild von dem Taschentuch mit den Anhaftungen des Blutes. Und auch das ist untersucht worden. Dieses Blut stammt ebenfalls von Hans-Jürgen Lech. Mit der DNA-Abgleichtechnik ist das eindeutig zugeordnet worden. Herr Richter, ich muss zugeben, dass meine Oma ein bisschen vergesslich ist und oft durcheinander kommt. Ich hoffe, jetzt wird hier keiner falsch verdächtigt. Also, Frau Schmidt kann gerne sagen, wenn ihr das hier zu viel... Ich bin doch nicht senil. Wir können gerne mal eine Pause machen, Frau Schmidt, wenn Ihnen das zu viel wird. Wollen wir das machen? Ja, bitte. Ja? Ja, bitte. Dann ist der Wachtmeister so nett und hilft Ihnen. Wir unterbrechen mal Ihre Vernehmung. Wir beenden sie vielleicht noch nicht. Kann sein, dass wir noch ein paar Fragen später haben. Aber im Moment unterbrechen wir sie mal. Und der Wachtmeister hilft Ihnen gerne draußen weiter. Und wenn was sein sollte, sagen Sie ihm einfach Bescheid. Ja, danke. Gut, dann machen wir weiter mit der Zeugin Eva Mertens. Eva Mertens, bitte. So, guten Tag, Frau Mertens. Bitte kommen Sie auch nach vorne, nehmen Sie Platz. Danke. Frau Mertens, Sie sind Zeugin. Als Zeugin vor Gericht müssen Sie wahrheitsgemäß aussagen. Falschaussagen sind strafbar, egal ob Sie vereidigt werden oder nicht. Ja? Ja. Eva Mertens, 38 Jahre alt. Sie sind Marktleiterin des Supermarktes an der Meckenheimer Hauptstraße. Ledig wohnhaft in Bonn-Bad Godesberg mit den Angeklagten, die dort sitzen, nicht verwandt und nicht verschwägert. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, gut. Sie haben am 17.12.2022 den Supermarkt nach Ladenschluss um 20 Uhr verlassen, sind aber wenige Minuten später wieder zurückgekehrt. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Das ist richtig, ja. Ich hatte meinen Wohnungsschlüssel zu Hause im Büro vergessen und bin zurück in den Laden gekommen. Und dann lag die Kasse auf dem Boden, drumherum Blutspuren, die bis zum Kühlhaus reichten. Wo ich dann in der Herr Lech vorgefunden habe, bewusstlos. Mhm. Ihr Notruf ist um 20.25 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. Das kommt hin, ja. Ich hatte mich erst um den Herr Lech gekümmert. Wissen Sie, dass die beiden Angeklagten nacheinander mit Herrn Lech eine Affäre hatten oder Beziehung? Beide? Beide. Also von Anni wusste ich nichts. Von Sandra wusste ich, sie wollte mit Herr Lech auswandern. Deshalb hatte sie bei mir gekündigt. Wann war das denn?
ungefähr 2 Stunden, bevor das ganze Drama losging. Mhm. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage an Sie. Wie funktioniert eigentlich die Schließanlage in Ihrem Supermarkt? Also eigentlich, wenn Ladenschluss ist, dann verschließt sie sich automatisch. Dann kommt man eigentlich nur noch raus, aber nicht mehr rein. Und wer hat einen Schlüssel? Nur der Herr Lech und ich. Das heißt aber doch, der oder die Täter müssen für die Tat im Markt geblieben sein. Ja, oder einen Schlüssel gehabt haben wie Sie. Haben Sie vielleicht Herr Lech niedergeschlagen aus Eifersucht wegen seinen ganzen Frauengeschichten? Eifersucht? Es ist mir herzlich egal, mit wem Herr Lech irgendwie irgendwelche Beziehungen pflegt. Hajo ist nicht ehrlich. Das wäre nichts zwischen uns geworden. Wir haben uns einfach nämlich getrennt, definitiv, ja. Herr Schmidt, ist das die Frau, die Sie vorhin beschrieben haben, von der Sie gesprochen haben? Ja. Der Herr Schmidt hat uns eben berichtet, dass die Konservendose, mit der der Herr Lech niedergeschlagen wurde, von einer rothaarigen Frau auf der rückwärtigen Seite im Container entsorgt worden sei. Also ich weiß nicht, wie der Herr Schmidt darauf kommt. Ich kann mit Hundertprozentigkeit sagen, dass ich bei Herr Lech geblieben bin, bis der Krankenwagen da war. Sie haben das Gebäude verlassen, als Herr Lech bewusstlos war. Und Sie hatten einen Schlüssel, konnten also zurück. Geben Sie doch zu, dass Sie das waren. Ich würde doch nicht den Vater meines Kindes niederschlagen. Wie bitte was? Was ist das denn jetzt? Ich wollte es ja eigentlich gar nicht sagen. Aber ja, ich bin schwanger von dir. Das glaube ich jetzt nicht. Ganze Arbeit, Herr Bodyguard. Ha? Moment, also wenn das jetzt so ist, also ich werde natürlich für das Kind sorgen. Auch wenn du es jetzt nicht glaubst. Ja, da wäre ich auch vorsichtig mit dem Glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wussten Sie im Dezember schon von der Schwangerschaft? Ja. Ja, das ist ja alles sehr rührend, aber ändert nichts an der Tatsache, dass der Zeuge Schmidt Sie mit der Tatwaffe gesehen hat. Ja, und was soll uns das jetzt sagen, Frau Schulje? Dass die Zeugin die Tat begangen hat, die Tatwaffe vom Tatort weggenommen hat, aber alle anderen Spuren hat sie dagelassen. Also eine andere Idee wäre, dass der Herr Paul hier einfach die Unwahrheit sagt. Herr Schmidt, möchten Sie uns was sagen? Nein? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihre Großmutter noch mal weiter zu vernehmen. Ja? Vielleicht weiß die ja mehr. Herr Wachtmeister, sind Sie so nett und schauen mal bitte, ob die Dame wieder weitermachen kann. Wenn ja, dann bringen Sie sie bitte gleich rein. Sind noch Fragen an Frau Mertens? Keine mehr, wie ich sehe. Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön, Frau Mertens. Nehmen Sie dort hinten Platz. Frau Schmidt, fühlen Sie sich in der Lage, dass wir weitermachen? Ja. Ja? Vielen Dank. Okay, gut. Wir haben erfahren von Ihrem Enkel, Sie haben es ja auch schon so ein bisschen eingeräumt, dass Sie in finanziellen Nöten stecken. Ja. Warum? Oder erzählen Sie uns einfach davon. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass mir im Alter das passiert. Aber es ist auch viel schiefgelaufen. Man hat viel gearbeitet, aber wenig verdient. Und dann ist die Rente so knapp. Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig für Sie. Sie müssen sich wohl zwischenzeitlich auch das Geld für die Miete leihen. Von wem leihen Sie das? Der Paul, der hat Freunde. Ich kenne die auch nicht, ne? Haben Sie ihn mal drauf angesprochen, wer das ist? Ja, das hat er auch nicht richtig gesagt. Mhm. Paul, sag doch, von wem das ist. Sag den Herrschaften das doch. Das ist doch nichts Schlimmes. Also wissen Sie, jetzt kommt mir alles ein bisschen was komisch vor. Es passt also nicht zusammen. Könnte ich mal zu Ihnen reden? Ja. Gerne, ja. Danke. Nein, Oma. Herr Schmidt, lassen Sie Ihre Großmutter mal. Ich habe hier Geld gefunden. Wie Geld gefunden? Ja. Der Paul, der hat eine Zeitung gehabt. Da hat er gesagt, die hätte er im Papierkorb gefunden, so eingerollt. Und da drin war Geld. Wollen Sie es mir mal geben? Ja, bitte, bitte. Ich okay. möchte das auch nicht haben. Es gehört uns ja nicht. Wir können ja nichts annehmen, was uns nicht gehört. Das ist wohl richtig, danke. Ich lass es mal hier, ja? Ja. Das sind 1000 Euro. Herr Schmidt, Sie wissen doch mehr, als Sie jetzt hier bisher gesagt haben. Jetzt mal raus mit der Sprache. Ja, ich habe das alles nur für eine Oma gemacht. Mhm. Wir können doch nicht draußen im Zelt schlafen. Ja, draußen ist jetzt richtig kalt. Ja, und schlecht, wenn man Rheuma hat. Das ist jetzt nicht witzig. Wirklich nicht. Also, Herr Schmidt, niemand muss unter der Brücke schlafen, schon gar nicht Ihre Frau Großmutter. Ja, es gibt genügend Einrichtungen, wo man sich Hilfe suchen kann. Gehen Sie bitte nachher mal auf die Geschäftsstelle, Sie beide. Mhm. Da gibt es eine Menge von Flyer und Broschüren, die geben die Ihnen mit. Und dann wenden Sie sich bitte dort an die entsprechenden Stellen, ja?
Ja, wir wollten das ja zum Fundbüro bringen auch, ne? Weil ich das gefunden hatte. Ich hätte das auch nicht behalten. Gut, aber es ist schön, dass Sie es jetzt hier uns gesagt haben, weil das hilft vielleicht, die Sache aufzuklären, oder, Herr Schmidt? Ja, okay, ich gebe es ja zu. Ich habe nicht Frau Mertens gesehen, sondern die zwei da. Ach, mal will der Zeuge meine Mandantin gesehen haben, dann Frau Mertens, jetzt auf einmal beide Angeklagten. Also der Zeuge ist doch völlig unglaubwürdig. Ich kann es beweisen, ich habe ein Video gemacht. Was? Dann geben Sie mir mal bitte das Handy schon mal und der Staatsanwalt, die beiden Verteidigerinnen kommen bitte mal nach vorne. Dankeschön. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse den Zeugen hier aussagen, er sagt mir das, was er aufgenommen hat, weil es muss er ja auch gesehen haben. Oder wir schauen uns an. Also ich denke, anschauen wäre jetzt die einfachste Variante. Wir sehen es uns an. Ja, einverstanden. Gut, mit Einverständnis aller Verfahrensbeteiligten wird das von den Zeugen überreichte Video in Augenschein genommen. Pass auf, da ist doch jemand. Da ist doch jemand. Was ist dann passiert? Dann haben die mich erwischt und am nächsten Tag standen die vor meiner Tür und haben mir Geld gegeben. Wofür? Damit ich gegen Frau Mertens aussage. Und dieses Geld, das Ihre Großmutter in der Zeitung gefunden hat, im Papierkorb? Ja, das Geld ging halt irgendwann mal aus und wir brauchten es halt so dringend für die Miete. Da habe ich den beiden gesagt, dass die mir mehr Geld geben sollen und das dann heute vor dem Gericht in den Papierkorb legen sollen. Mehr Geld geben sollen, damit Ihre Aussage weiterhin für die beiden passt. Ja, das nennt man Erpressung, das wissen Sie, oder? Frau Lorenz, möchten Sie was dazu sagen? Nein. Frau Hilgers? Es tut mir leid. Es war alles ein schrecklicher Unfall. Und ich habe Sandra das alles noch gesagt, wie sie belogen worden ist von Hajo. Und dann ist es voll mit ihr durchgegangen. Okay, und weiter? Wir haben versucht, ihn wieder zu wecken, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann haben wir vorne am Eingang jemanden gehört. Und ja, wir haben ihn schnell ins Kühlhaus gebracht und sind dann halt hinten durch die Hintertüre durchgelaufen. Und was mit dem Geld? Ja, das Geld haben wir auch genommen, damit es so halt aussieht, als wäre es ein Raubüberfall. Und haben es nachher dem Jungen gegeben. Also das, was im Papierkorb ist, ist ein Teil des Diebesgutes aus dem Supermarkt. Herr Staatsanwalt, wenn Sie es bitte nachher an sich nehmen wollen. Mach ich. Es sind noch Fragen an die Zeugin. Zeugin bleibt unvereidigt. Dankeschön, Sie können dort hinten Platz nehmen. Wenn keine Anträge mehr gestellt werden, schließe ich die Beweisaufnahme und darf Sie um Ihre Plädoyers bitten. Hohes Gericht, Frau Verteidigerin, Frau Verteidigerin, Frau Lorenz, Frau Hilgers, Herr Schmidt, was glauben Sie eigentlich? Was glauben Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Ja, Herr Schmidt, Sie haben als Zeuge eine Wahrheitspflicht. Die haben Sie mit Füßen getreten. Die Pflicht gibt es hier aus gutem Grund, denn Sie sind wichtig dafür, dass wir eine Straftat, eine bedeutsame Straftat aufklären können. Und die Angeklagten, die dürfen zwar, das werden Ihnen die Verteidigerin erklärt haben, lügen, dass sich die Balken biegen. Aber diesen Lügen sind Grenzen gesetzt. Und die haben Sie dann überschritten, wenn Sie anfangen, einen Zeugen zu beeinflussen. Und Sie haben ja gesehen, wozu das führt, ja? Sie beeinflussen den Zeugen, er erpresst Sie. Aber ich sage Ihnen was, nicht mit mir. Alles war wie angeklagt, das wissen wir. Das wissen wir jetzt umso mehr, weil der Zeuge die Kurve bekommen hat, weil wir letztlich ein Video sogar noch präsentiert bekommen haben. Das heißt, die Vorwürfe bleiben wie in der Anklage. Dafür sind Sie zu verurteilen. Die Angeklagte Lorenz zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten. Die Angeklagte Hilgers zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten. Frage ist, Bewährung ja oder nein? Sie sind beide nicht vorbestraft. Ich denke, diese Bodyguard-Nummer, die ist jetzt endgültig fertig. Da entsteht eine neue Familie. Sie sind raus. Ich denke, die Tat wird sich nicht wiederholen. Deswegen Bewährung, so mein Antrag. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Rechtsanwältin-Schulin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, werte Kollegin, ich kann mir vorstellen, dass ich mit meiner Auffassung hier nicht alleine stehe. Aber ich habe noch nie einen Zeugen gesehen, der sich hier so präsentiert hat und der so hochgestapelt hat und so widerwärtig mit den Gefühlen von anderen Menschen gespielt hat und Existenzen aufs Spiel gesetzt hat. Was den Diebstahl und die Freiheitsberaubung anbelangt, das waren keine geplanten Folgen. Das waren eigentlich aus der Not geborene Folgen, um nicht entdeckt zu werden. Auch dafür wird natürlich das Strafmaß erhöht werden. Aber ich denke, im Ergebnis ist eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr Tat und Schuld angemessen. Und die Strafe kann auch zur Bewährung ausgesetzt werden.
Dankeschön, Frau Richter mit dem Daimler Ludwig. Gericht, meine Damen und Herren, ja, ich kann mich den Ausführungen meiner Kollegin nur anschließen. Ich beantrage daher die Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von jedenfalls nicht mehr als 9 Monaten zu verurteilen. Das halte ich auch hier angesichts der Umstände, die sie zu dieser Tat bewegt haben, für absolut Tat und Schuld angemessen und beantrage zugleich, diese Strafe zur Bewährung auszusetzen. Dankeschön. Frau Lorenz, Frau Hilgers, Sie haben das letzte Wort als Angeklagte. Möchten Sie noch was sagen? Ich sage nichts. Frau Hilgers auch nicht? Gut, dann unterbrechen wir zur Beratung, anschließend Verkündung der Entscheidung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte Lorenz wird wegen gefährlicher Körperverletzung, gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte Hilgers wird wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Gesamtgeldstrafe von 110 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro verurteilt. Beide Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben, Frau Hilgers, zum Schluss des Falles gesagt, es war ein Unfall. Nein. Das war kein Unfall. Aber Sie haben damit nichts zu tun, mit dem Niederschlagen vom Herrn Lech. Das ist Sache von der Frau Lorenz. Und Frau Lorenz, es wäre vielleicht sogar noch ein Stück günstiger gewesen, wenn Sie sich am Ende auch zu einem Geständnis wie Ihre Kollegin hätten durchringen können. Gleichwohl sind wir in allen Fällen unter den von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafmaßen geblieben. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie wirken auf mich beide, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, etwas einfältig. Einfältig deshalb, weil Sie hier, wie im Übrigen auch Ihre Marktleiterin, auf jemanden reingefallen sind, der eine einzige Luftblase ist. Ja, und zwar so massiv, dass, und das muss man sich mal überlegen, Sie hingehen mit so viel Vertrauen, Ihren Job kündigen, Ihre Wohnung kündigen und glauben, mit diesem Menschen eine neue Zukunft in Amerika zu bekommen. Wenn Sie in Amerika leben wollen, wenn Sie dort arbeiten wollen, brauchen Sie eine Green Card. Die hätte ich mir zumindest mal zeigen lassen. Sie lernen hoffentlich daraus. Sie haben gemeinsam ihn eingesperrt im Kühlhaus. Die Zeit des Einsperrens war Gott sei Dank relativ kurz. Deshalb halte ich hier Geldstrafen von jeweils 40 Tagessätzen, mache ich keinen Unterschied, für beide für Tat und Schuld angemessen. Dann haben wir den Diebstahl des Geldes auch gemeinschaftlich begangen. Es ist nicht wenig Geld. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen mehr da als nur die 1.000 Euro, die Sie gefunden haben, Frau Schmidt. Jeweils 90 Tagessätze, Tagessatzhöhe jeweils für Sie beide. Sie verdienen ja annähernd gleich 50 Euro. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied, Frau Lorenz. Sie haben mit dieser Gulaschdose zugeschlagen, und zwar nicht ohne. Das ist eine gefährliche Körperverletzung, die mit Freiheitsstrafe zu ahnden ist. Und deshalb werden Sie auch insgesamt mit einer Einsatzfreiheitsstrafe von 7 Monaten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, während es bei Ihrer Kollegin und Mitangeklagten bei der Geldstrafe bleiben kann. Da Sie beide verurteilt worden sind, haben Sie wie auch die Staatsanwaltschaft gegen diese Entscheidung Rechtsmittelberufung oder Revision innerhalb einer Woche ab heute. Ich gehe mal davon aus, dass in Anbetracht der Tatsache, dass der Staatsanwalt deutlich höhere Anträge gestellt hat, heute keine Erklärung abgegeben werden. Bewährungszeit 3 Jahre. Das heißt, Sie dürfen sich in dieser Zeit nicht zu Schulden kommen lassen. Ansonsten würde die Bewährung dann widerrufen werden und Sie müssen die Strafe verbüßen. Damit ist die Sitzung geschlossen. Paul Schmidt wurde in einem späteren Verfahren vom Jugendrichter wegen falscher, uneidlicher Aussage und Diebstahl zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das Verfahren gegen Gerda Schmidt wurde eingestellt.